Themenparks stehen niemals still. Deswegen gehen wir nun in ein News Recap für die Woche 44 2019. Trips Drill bestätigt 2 Achterbahnen für 2020. Trips Drill hat nun über den offiziellen Facebook-Account bestätigt, dass es sich bei der großen Baustelle nahe dem Eingangsbereich um gleich 2 neue Achterbahnen handelt. Wie bereits seit einer Weile spekuliert, entstehen hier ein Family Boomerang und die erste Auslieferung des Suspended Thrill Coasters von Vekoma. Dabei handelt es sich jedoch im Fall des Suspended Thrill Coasters offenbar nicht um das Konzept, welches auch für den Taito Park im Gespräch ist, sondern um eine ca. 30 Meter hohe Anlage mit 4 Inversionen. Da wir wissen, dass Trips Drill sich auch beim Thema Gestaltung seiner Attraktionen nicht zurückhält, steht diese Neuheit mindestens für Deutschland 2020 ganz oben auf der Liste für Highlight-Potenzial. Ich bin gespannt. Wiener Prater bekommt überraschend einen Rollerball-Coaster. Ein Eintrag auf der RCDB zeigt überraschend einen neuen Rollerball-Coaster für den Wiener Prater. Eröffnung soll 2020 sein. Bilder, die der RCDB zugespielt wurden, zeigen bereits Schienen und Stützenteile vor Ort. Eine offizielle Ankündigung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu finden. Noch mehr Neuheiten für Energylandia 2020. Polnische Medien berichten über neue Details zum neuen Multi-Launch-Coaster im Energylandia. Dabei stellt sich heraus, dass Aqualantis nicht der Name der Achterbahn wird, sondern der neue Themenbereich so heißen wird. Denn neben dem Coaster selbst entsteht ein von Atlantis inspirierter großer Themenbereich, der nicht nur den großen Vekoma-Coaster Abysses beinhalten wird, sondern auch einen Rocking Tug und einen Disco-Coaster beheimatet. Dazu kommt noch ein Watermania von Samperla und eine Acapulco-Springer-Show sowie Gastronomie in Form eines großen Restaurants und die übliche Infrastruktur wie Sanitäranlagen. Die neuen Artworks sehen äußerst vielversprechend aus. Für die Thematisierung hat man das mit viel Erfahrung ausgestattete Unternehmen Jora Vision verpflichtet. Looping Group an Mubadala Investment Group verkauft. Die Dutch News Redaktion berichtet, dass die Looping Group, zu der in Europa Parks wie das Fort Fun, Aventurenpark Hellendoorn, Park Bagatelle und mehr gehören, von der Investment Group Mubadala übernommen wurde. Dabei handelt es sich um einen Finanzinvestor aus Abu Dhabi, der zur Herrscherfamilie Said gehört. Auswirkungen auf die Parks sind bisher nicht abzusehen. Man spricht ebenfalls davon, das Portfolio noch zu erweitern. S&S zeigt Access-Konzept auf IAAPA. Von der IAAPA erreichen uns neue Informationen über das Access genannte Achterbahnkonzept von S&S. Ein Video von Amusement Today zeigt viele Details des neuen Achterbahntyps. Ich empfehle, da mal reinzuschauen. Nun dürfen wir gespannt sein, welcher Park sich für eine solche Anlage interessieren könnte. Vernichtende Wartungsmängel in La Feria veröffentlicht. Mexikanische Newsmeldungen veröffentlichen Informationen zu katastrophalen Wartungsmängeln im La Feria Freizeitpark. Die Untersuchungen wurden infolge eines schweren Unfalls auf einer Schwarzkopfachterbahn vor einigen Wochen eingeleitet. Offenbar ist das gesamte Portfolio des Parks in einem zweifelhaften Zustand, was die Sicherheit der Fahrgeschäfte betrifft. Damit ist die Zukunft des Parks nun äußerst unsicher. Das war das News Recap für die Woche 44 2019. Nächsten Sonntag gibt es dann die Zusammenfassung für die nächste Woche.